Hi Leute und herzlich willkommen retour zu Vienna City Fishing. Eine Köder-Innovation, welche ich heute präsentieren darf, ist der in diesem Frühjahr brandneu erschienene Starterbait von der japanischen Firma Evergreen International namens Jackhammer. Jetzt werden sich schon die ersten von euch denken, Starterbaits kennen wir schon, gibt schon seit den letzten 15 Jahren in Staaten drin. Ja, da habt ihr gewiss auch recht, aber wie wir es von japanischen Firmen gewohnt sind, lassen sie sich doch noch immer die ein oder andere Raffinesse einfallen und arbeiten mit sehr viel Liebe zum Detail. Von all jenen von euch, die was mit dem Begriff Charterbait noch nicht viel anfangen können, handelt es sich hierbei um einen Köder, der was einerseits ein Searchbait mit einem klassischen Jig kombiniert. Das heißt, ich kann einerseits nach den aktiven Räubern problemlos im Mittelwasser suchen und andererseits kann ich wie einen klassischen Jig, wenn die Raubfischer sportiver stehen bzw. grundnahe, wie mit einem herkömmlichen Jig im Grund problemlos abklopfen. Genauso wie beim herkömmlichen Jig kombiniere ich ein Charterbait mit sogenannten Trailer. Hierbei sind eigentlich meine Fantasien keine Grenzen gesetzt. Ich kann einen klassischen Gummifisch, einen No-Action-Shad, Krebsinat, was auch immer verwenden. Der große Vorteil ist hierbei aber, durch das vorne mitlaufende Blade werden meinen Gummiköder besonders harte und markante Vibrationen verleiht, was einen zusätzlichen Anreiz für den Räuber bieten. Aber kommen wir mal zu den genaueren Details von Jackhammer selbst. Wie jeder herkömmliche Charterbait setzt sich auch der Jackhammer durch das bereits von mir angesprochene vorne mitlaufende Blade zusammen, was, wenn ich ihn gleichmäßig einkurbelt, nach links und rechts bewegt und dann für die entsprechenden Vibrationen sorgt, als auch wie beim klassischen Jigkopf durch das unten aufsitzende Gewicht. Der Jigkopf selber unten ist zum Start beim Jackhammer in einer 3/8 und halben Unzen Version erhältlich und bringt so meinen Köder auf die entsprechende Tiefe. Der Jigkopf ist dann nach hinten nach ringsum mit einem Silikonkranz versehen, der was einerseits einen zusätzlichen visuellen Anreiz bietet, als auch für feine Vibrationen sorgt. Der robuste Einfachhaken nach hinten ist mit zwei kleinen Baitholderhaken versehen, was einen zusätzlichen sicheren Halt für meinen Gummiköder bieten. Wenn wir gerade beim Gummiköder sind, ist das Ganze so, wie ich es bereits angesprochen habe, ich kann eigentlich als Trailer jede beliebige Art an Softbait verwenden, sei es ein normaler Gummifisch, nur Action Shad, Insektenimitat oder auch Krebsimitat. Ich habe einfach für mich die beste Erfahrung gemacht in Kombination mit den Evergreen Double Motion. Einfach aus dem Grund heraus, dass seine Fühler und Scheren sich aus kleinen Zwisterschwänzen zusammensetzen. Das hat den großen Vorteil, wenn ich jetzt den Jackhammer zum Grund absinken lasse, sorgen die bereits in der Absinkphase für feine Vibrationen und so wie ich ihn dann zum Beispiel vom Grund aufhebe oder gleichmäßig einkurbel, kommen die harten Vibrationen durch das vorne mitlaufende Blade. Aber ihr werdet bestimmt euren Favoriten hierbei selber finden. Führungstechnisch ist der Jackhammer, wie bereits von mir erwähnt, eine extrem simple Sache. Prinzipiell habe ich genau zwei Optionen, wie ich ihn führen kann. Das ist einmal einerseits wie einen herkömmlichen Crankbait. Hierzu brauche ich ihn einfach nur auf die gewünschte Wurfdistanz ausbringen, auf die entsprechende Wassertiefe absinken lassen, dann langsam einkurbeln. Und die zweite Option ist, ihn mit einem klassischen Jig zum Fischen. Hierbei habe ich beim Jackhammer den großen Vorteil, sobald ich meinen Köder auf den Grund anhebe, werden die Vibrationen von meinem Trailer bzw. Softbait durch den vorne mitlaufenden Blade noch zusätzlich verstärkt. Bei der Wahl der Route greife ich am liebsten zur Evergreen Gunslinger aus der aktuellen Kaleido-Serie, einfach aus dem Grund heraus, dass sie für mich technisch eine sehr vielseitige Route ist und der beste Kompromiss zwischen Sensibilität und Kraft. Beim Jackhammer ist Sensibilität ganz ausschlaggebendes Thema. Einfach aus dem Grund heraus, ihr werdet es auch selber erleben, dass ihr sehr, sehr viele Bisse bereits in der Absinkphase. Und genau hier ist eine feinfühlige Spitze ausschlaggebend. Bei der Wahl der Rolle greife ich zur Diver Silion in Kombination mit einem 16 Pfund Flucarbon als Hauptschnur. Ja, das war es soweit vom Tackle Setup selber. Schauen wir mal, ob der Jackhammer auch das hält, was in der Theorie verspricht.
Für mich ist der Evergreen Jackhammer momentan ein Köder, der was einfach in keiner Deckelbox fehlen sollte. Einfach aus dem Grund heraus, da er extrem vielseitig einsetzbar ist. Wer von uns kennt nicht die Situation? Man kommt oft auf ein neues Gewässer, weiß nicht, wo die Fische stehen. Man muss relativ in einer kurzen Zeit viele Wasserebenen gleichzeitig abfischen. Und genau hier ist für mich der Jackhammer die erste Wahl. Aber probiert es einfach aus, macht euch selber euer Bild und ich wünsche euch viel Erfolg am Wasser und bis zum nächsten Mal.